Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind jetzt mal stehen geblieben, wir sind hier in diesen coolen Gebäudekomplex irgendwie reingekommen, nachdem wir durch diese coole Wasserstraße durchgelaufen sind. Und hier haben wir jetzt alles verschlossene Türen und jetzt versuchen wir die aufzumachen. Können wir das nochmal hören? Der hört sich sehr nice an, der Typ. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich... Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Niemand geht hier irgendwo hin, bis ich nicht ein paar Antworten habe. Private Mail Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Können Sie mir helfen? Oder muss ich Sie hier raustragen? Ich werde Ihnen jeden Schritt des Weges Rückendeckung geben. Ich will einfach nur hier raus und weg von diesem unaufhörlichen Flüstern. Es ist jetzt schon seit Tagen zu hören. Hier stimmt was nicht, Shepard. Ihn freizulassen könnte die Mission gefährden. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Der Psycho. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus. Nein. Lassen Sie mich raus. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall. Ich muss tun, was sie sagt. Ich muss. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich... Boah, ist der stupid. Ach du Scheiße, war der dumm. Das ist der Nächste, der maximal verwirrt ist. Ach, Girl, ist halt schon wieder so low HP, Mann. Der wird eh gleich wieder sterben. Soll die uns nicht helfen eigentlich, die Typen? Auf einmal, sie sind versklavt. Sie sind böse. Die sind alle böse. Alle böse. Oh, hallo. Vielen Dank für die Medigates. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Das Ding ist, wo laufen wir jetzt hin? Einmal im Kreis. Star. Turianer, Menschen, alles mitnehmen. Oh, hier ist nur noch mehr Stuff. Naja, nimm alles mit. Nimm alles mit. Wir sind alle pretty fucking weak. Ja, alles wird hier auseinandergebutschert von mir. Alles ist gut. Alles ist gut. Granaten-Upgrade. Oh Mann, Kanalisation. Das Wasser sieht so schön aus. Und es lädt. Immer wenn es lädt, dann lädt das Spiel. Oio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 
Hier unten waren wir noch nicht, ne? Ach, das ist doch so eine Wichse, ey. Ganz ehrlich, Leute, gib mir das auf die Eier. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hin muss. Ah, Flakter, und die schießen ja irgendwie. Dass man auch nicht am Himmel irgendwo sieht, wo die hinschießen, ne? Weil wenn das jetzt in der Anlage drin ist, ist das ja dumm. Egal, wir laufen erstmal nach rechts. Somehow. Always look on the bright side of life. Da-da-da-da-da-da. Hier sind keine Gegner. Doch, da sind Gegner. Okay, lass uns erstmal da lang gehen, weil da waren wir noch nicht. Get wrecked! Pistolen, Sturmgewehre. Toll, jetzt waren wir hier mäßig schon mal. Ich glaube, da hinten ist auch nichts mehr. Ich bin so verwirrt, so verwirrt bin ich. Höhlen, Eingang, eine Upgrade-Kiste. Super, toll, geil. Okay, dann gehen wir mal wieder in dieses scheiß Gebäude rein. Weil da muss es irgendwo noch einen Weg geben. Einen Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Mass Effect, du hast einfach kein Questziel. Nur manchmal. Weil Mass Effect so prima ist. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Oh, Mass Effect. Ich laufe wieder wild durch die Map. Und auf einmal piept mein Ohr. Toll, cool. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man noch hin kann. Oh. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Hier ist Kanalisation. Von da hinten sind wir gekommen. Da oben waren die versklavten Sklaven. Hier gibt es nichts mehr. Das Kontrollpad kann ich, da kann ich glaube auch nicht dran. Ne. Da sind wir schon einmal rumgelaufen. Hier oben gab es, ich glaube, auch nichts. Nur hier hinten gab es, ne, hier unten gab es gar nichts. Cool. Gut. Wir einmal im Kreis. Hier oben gab es auch nichts. Hier waren diese behinderten Zellen. Da haben die gemacht. Hier drin war nichts. Ich hätte ihn durch rauslassen sollen, aber nein, das kann nicht sein. Die labern alle Scheiße, hier ist nichts. Was? Nee. Ja. Da komme ich nicht rein. Hier irgendwas aktivieren. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, oder doch? Fahrstuhl. Ah, ein Fahrstuhl. Ja, hier muss ich bestimmt hin. Nice. Nice one. Da. Okay. Interesting stuff. Kann ich nicht abschießen, okay. Okay. Hol die Wachen!
die Waren. Wieso kann ich nicht schießen? Wo ist Saren? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Alter. Wow, der steht neben mir. Alter. Der war irgendwie wild. Der war kurz unexpected für mich. Medizinische Station, ganz ehrlich, scheiß auf die. Ich weiß, wo ich hin muss, Mann. Alter, war das knapp. Ach, Garrus, du bist schon wieder so low in HP, Mann. Ich verstehe es nicht. Oh, aber... Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Sie haben brutale Experimente an hilflosen Testpersonen durchgeführt. Sie haben Saren geholfen. Ich werde sie nicht leben lassen. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Nein. Ich hatte keine andere Wahl. Tut mir leid. Das hilft ihren Opfern auch nicht mehr. Jawohl. Boom. Nein. Beautiful. It's beautiful. It's true. Sehr gut. Und von da sind wir gekommen, ne? Das heißt, wir müssen jetzt da in die Tür rein. Okay. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Beziehungsweise da hinten. Das gönnen wir uns jetzt natürlich. Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Anfassen! Visionen bitte in mein Gehirn. Okay. Die Vision haben wir uns jetzt gegönnt. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, wir gehen nach Hause. Mäßig. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird.
Sie sind nicht Zaren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Zaren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ganz egal, wie Ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt möglich. Commander? Wir bekommen Ärger. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Die Konsole ist ausgeschaltet. Befehle, Commander Shepard? Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Wo muss ich hin? Ah, das fand ich sehr interessant jetzt. Das fand ich cool mit den ganzen Reaper-Shit und so. Das war also dieser erste richtige Reaper. Und das sind jetzt mäßig so... Götter. Götter. Götterspeise. Die sind jetzt Götterspeise. In meinen Augen. So wie Götterspeise. Ja, das war ein guter Rhyme von mir.
Und Götterspeise ist immer sehr wobbly. Sich von ihrer Stellung, Chaito. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg. Okay. Piss dich, du Bastard. Wir überhitzen. Easy peasy, und da kommt der Wichser zu uns. Oh nein. Wo ist mein Friend? Okay. Das war easy peasy. Weil der wieder umgefallen ist. Der Dummkopf. Gut, dann in dieser Folge haben wir wieder viel erfahren. Viel storytechnisch auch erfahren, was diese Reaper eigentlich sind. Finally mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich durch diese Tür da hinten gehe. Bis dahin, ihr übergeilen Pelikane. Haut rein. Und ihr seid natürlich wie immer übel geil.